Bereits zum 42. Mal öffnet das Stift Herzogenburg seine Pforten für die traditionellen niederösterreichischen Kindersommerspiele, kurz Nökis. Seit der Gründung durch Tischlermeister Bertel Rumpler hat sich die Veranstaltung von einem kleinen Jungscherfest zum größten Kinderkulturfestival in Österreich entwickelt. Die Kindersommerspiele sind wirklich immer professioneller geworden, ohne dabei das Charmante des Amateurhaften zu verlieren. Das ist sehr wichtig. Es lebt dieses Fest von den vielen, vielen Helfern, die wir haben, ungefähr die 1000. Und die durch ihr Engagement, durch ihre Liebe zu den Kindern, dieses Fest auch wirklich gestalten. Mit der Weißen Feder von Herzogenburg hat man auch einen Anerkennungspreis ins Leben gerufen, der besondere Leistungen zum Wohle von Kindern prämiert. In diesem Jahr geht der Preis an die Young Caritas, ein Kinderheim in Bethlehem und die Theologiestudentin Viktoria König von der Jungscher Herzogenburg. Seit einigen Jahren nützen auch immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund das Angebot der Nökis. Also wir sind froh, dass wir seit vielen Jahrzehnten türkische Stände bei uns haben, auch türkische Mitarbeiterinnen aus Herzogenburg. Und ich denke mir, dass das Programm das gleiche geblieben ist. Indianer sind für österreichische Kinder und türkische Kinder genauso spannend, wie sie das vor 100 Jahren wahrscheinlich waren. In diesem Jahr begeben sich die Kids unter dem Titel Erlebnis Elemente spielerisch auf die Spuren von Feuer, Wasser, Erde und Luft. An zahlreichen Spiel- und Bastelstationen werden Spieldrang, Kreativität und Freude der Kinder abseits von Kommerz gefördert. Aber auch zahlreiche andere Programmpunkte wie Theater, Puppenspiel, Ballett und Zirkus machen die Kinderjugendspiele einmal mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis für die jungen Besucher. Durch die interaktive Gestaltung werden die Kids noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Die Nökis können noch vom 30. August bis 1. September besucht werden.